Vielen Dank, Peter Weibel. Und als Nächsten darf ich zum Pult bitten Virgil Wiedrich, Filmemacher, Leiter und Professor für Art and Science an der Universität für Angewandte Kunst, einer jener Studiengänge, die wir in den letzten Jahren eingerichtet haben, um eingeschliffene Grenzen zu überschreiten. Und er macht das mit seinem Team großartig und er ist darüber hinaus auch einer, der auf der visuellen Ebene viele, viele Grenzen überschreitet. Bin neugierig, was er uns heute erzählt. Ja, wir reden über die Zukunft, aber vielleicht reden wir auch kurz darüber, wie Vergangenheit funktioniert. Erinnerung ist, wie uns die Neurowissenschaften heute erzählen, kein einfaches Zurückspulen eines Films und nochmaliges Betrachten derselben Szene. Das Leben ist kein objektiver Film und der sozusagen an den Augen und Ohren vorbeiläuft, wie in dem Film The Time Machine, wo man dann zurück und vorreisen kann. Jedes Mal, wenn wir uns die Vergangenheit denken, an etwas erinnern, dann schreiben wir sie auch neu. Und so funktioniert unser biologisches Gehirn derzeit noch zumindest. Und bei der Zukunft dürfen wir nie vergessen, wenn wir über sie nachdenken, dass es sie in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt und auch nie gegeben hat. Sie war immer nur eine Fantasie einer jeweiligen Gegenwart und auch jetzt, wenn wir über die Zukunft nachdenken, ist sie nicht realer als die Vergangenheit, an die wir uns erinnern wollen. Gleichzeitig ist die Fantasie einer Zukunft natürlich sehr wichtig, weil sie erzeugt dann tatsächlich später Entscheidungen und auch einen Weg, den wir gehen. Und ich möchte mich da auf den Bereich der Museen konzentrieren bei diesem kleinen Vortrag, gespeist aus dem wunderbaren Buchprojekt The Future of Museums, das hier an der Universität von einem großen Team produziert wurde und meinen Gesprächspartnern Katharina Matiasek, Klaus Niedermeyer, Martin Reinhardt und auch Robert Trappel, der leider erkrankt ist, die mich dazu inspiriert haben. Und eine weitere Inspirationsquelle ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, das hier an der Universität läuft. Das heißt Data Loam von Martin Reinhardt und beschäftigt sich genau mit dieser Symbolebene, die Peter Weibel gerade berichtet hat, von der uns Peter Weibel berichtet hat und von der Evolution dieser Symbolebene und was da der nächste Schritt sein kann. Museen versuchen die Welt abzubilden und sind daher auch in gewisser Weise selbst ein Modell der Welt. Daher kann man auch eine mögliche Zukunft ganz gut an ihnen selbst studieren. Begonnen haben Museen bekanntlich in privaten Sammlungen, die oft gar nicht wirklich öffentlich waren. Heute sind Museen öffentliche Langzeitspeicher für Wissen und natürlich auch Bewahrer von geisteswissenschaftlichen Grundlagen. Die Entwicklung war relativ linear, jahrhundertelang. Vielleicht wurde mal der ein oder andere König und Kaiser abgesetzt und das Ganze dann in die Demokratie übergeführt. Aber es gab eine große physische Sammlung, so wie wir das hier sehen auf diesem Bild. Das ist zum Beispiel aus dem Smithsonian Institut. Es gab kaum jemand, der sich mit der Zukunft der Museen und der Frage, wie wird überhaupt Wissen verwaltet, katalogisiert und so weiter, beschäftigt hat. Aber die Library of Congress war da sehr, sehr früh dran und hat sich damit beschäftigt. Die Sammlungen bestanden aus physischen Objekten wie Büchern, Statuen, Gemälden, exotischen Tieren oder Mineralien, die gefunden oder auch sehr oft gestohlen wurden und dann von der anderen Seite der Welt zu uns transportiert wurden oder auch umgekehrt. Auf der Empfängerseite wurde dann eine abstrakte Ebene hinzugefügt, das heißt die Objekte wurden benannt, katalogisiert, gelagert und dann irgendwann hoffentlich auch einem interessierten Publikum zugeführt. Mit dem Wachstum der Sammlungen entwickelte die Wissenschaft immer mehr Unterscheidungen, Eigenschaften, Namen und brauchte auch entsprechende Lagerräume dazu. Jetzt gibt es aber das Problem, dass man ein physisches Objekt nur an einem Ort ablegen kann und sozusagen auch nur nach einer Ordnung. Und daher gab es relativ früh schon Versuche, einen Index zu erzeugen, wie man Objekten abstrakte Informationen hinzufügen kann. Heute nennen wir das Metadaten. Das hat klein begonnen, also etwa von Diderot, die Enzyklopädie, die hatte 70.000 Artikel,
Das war so ein erster Versuch, einmal alles abzubilden, was man in einer bestimmten Zeit wusste. Daraus entstanden dann unter anderem auch Bibliotheken und ihre Indexkarten. Da sieht man eigentlich, dass hier im Vordergrund die Architektur steht und die Bücher gerade so viele sein dürfen, wie dort hinpassen. Aber das Gefühl, dass hier das Wissen sich exponentiell vervielfältigen wird, hat man nicht, wenn man dieses Gebäude anschaut. Es geht nicht, es darf gar nicht. Ja. Die Bibliotheken wurden immer größer. Hier sieht man die George Peabody Library. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen ins Jahr 1919, dann haben wir hier die Library of Congress, aber nur den Index. Ja. Das sind nur die Karteikarten der Library of Congress, und zwar im Jahr 1919, also vor 100 Jahren. Mit Hilfe von Metadaten kann ein Originalobjekt jetzt plötzlich nicht nur an einem Ort stehen, sondern an vielen Orten gleichzeitig sein. Und es kann auch unendlich viele Verbindungen zu anderen Objekten haben. Bald nach dem Beginn des digitalen Zeitalters wurden diese Papierindexsysteme überführt in digitale Systeme. Damals wurden Barcodes auf alle Bücher geklebt, und wenn man ein Buch ausgeborgt hat, dann wurde es neu eingetippt. Damit gab es eine Beziehung zwischen dem Barcode und der alten Signaturnummer, und so wurde das Ganze in die heutige elektronische Ebene übergeführt. Die virtuelle Ebene war also ein dringend benötigtes Add-on zum besseren Sortieren und Finden. Aber immer noch waren Bücher und auch alle anderen Gegenstände im Prinzip physisch. Das galt sogar noch für die ersten digitalen Medien, die brav als DVDs gesammelt wurden, als Disketten und als Bildplatten. Die waren immer noch quasi wie Bücher, hatten ein Pickel drauf und wurden entsprechend wie ein Objekt verwaltet. Das Spiel änderte sich aber im aktuellen Jahrtausend dramatisch, als rein digitale Werke auftauchten, die also ohne jede physische Form waren. E-Books zum Beispiel oder interaktive Geschichten, auch Software wurde genauso gespeichert und aufgehoben. Hypertext und natürlich auch die Explosion der digitalen Fotografie, des Videos und des Internets. Auch das Internet muss aufgehoben werden. Die wuchsen zu einem neuartigen Darstellungs- und Reflexionsmedium, zu etwas, das selbst wiederum Gegenstand der Forschung und Sammlung wurde. Damit stellte sich nicht nur die Frage nach neuem digitalen Speicherplatz und besserer Indexierung, sondern auch die Frage nach einer neuen Art, die Information zu betrachten. Das heißt, wie kann man Zusammenhänge schaffen und Wissen generieren. Die Museen, und jetzt sind wir sozusagen beim Museum als Arbeitsplatz, die haben so reagiert, dass sie halt für diese Computersachen neue Leute angestellt haben. Das waren die anderen, die mit den Computern arbeiten, und dann gab es die einen, die unsrigen sozusagen, die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und die Vermittler, die haben das Museum betrieben. Und dazu gab es die Computerleute. Die haben ein paar Dinge eingegeben und vielleicht die Infrastruktur damit verwaltet. Und die monodisziplinäre Forschung und die immer mehr vertiefende Spezialisierung wurde ganz normal weiter betrieben. Wobei man allerdings hinzufügen muss, dass Forscher auch die ersten waren, die das Internet verwendet haben und Hypertext verwendet haben, das Internet ein bisschen auch für die Forschung erfunden wurde. Aber in den Museen gab es tatsächlich noch die strikte Trennung. Und das hat sich auch manifestiert in Marmorräumen, die Disziplinen entsprechen. Also der Meteoritensaal ist für immer und alle Ewigkeit der Meteoritensaal. Die Vorstellung, dass es mal einen Raum gibt, der nirgends hineinpasst, dass es Felder gibt zwischen den Räumen, die war früher nicht da. Die Disziplinen waren ewig, neue gibt es nicht und es wird auch keine verschwinden. Und deswegen war das alles abgemauert. Und es gibt auch typischerweise in den alten Museen, wie dem Naturhistorischen Museum, Abteilungen mit eigenen Budgets, eigene Leitung, durchaus auch in Konkurrenz zueinander, die alle ihr, eigentlich wie ein Museum im Museum, ihre Abteilung betreuen. Die haben auch ein Forscherteam und Personal, können sie anstellen und so weiter. Gemeinsame Dienstleistungen gab es nur in dem Bereich der Nichtforschung, also Verwaltung von Räumen, Haustechnik, Marketing, die Website, da waren plötzlich Zusammenarbeit angesagt, aber nicht bei der eigentlichen Forschung. Mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen Sammlungen ist aber natürlich auch ein Großteil des Wissens stets unter Wasser und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und die Experten kennen vielleicht ein paar Experten der anderen Abteilungen, aber es gibt keine wirkliche Vernetzung. Da die digitalen Sammlungen aber viel schneller wachsen als die physischen, werden die meisten Museen und Bibliotheken sehr bald mehr virtuelle als physische Objekte lagern.
Sie müssen also zwei sehr unterschiedliche Welten managen, was die Dinge nicht unbedingt einfacher macht. Und wer glaubt, dass digitale Gegenstände keinen physischen Raum brauchen, der hat noch nie ein Rechenzentrum gesehen und den gigantischen Aufwand, den sowas braucht, an Strom, an Technik, an Betreuung, um das überhaupt betreiben zu können. Im Moment stecken wir also mitten in diesem Prozess fest und alle, obwohl sozusagen privat genauso wie beruflich mit unseren privaten Daten, genauso wie in der Organisation, in der wir arbeiten oder mit der wir zusammenarbeiten. Und da gab es das berühmte Cover vom New Yorker über die Frage, was wird denn passieren, wenn die Maschinen kommen. Und der Einsatz von Maschinen macht ökonomisch natürlich umso mehr Sinn, je mehr Menschen durch sie ersetzt werden können. Im Moment können wir ganz gut beobachten in der Wirtschaft den Aufstieg von Unternehmen, deren Geschäftszweck eigentlich darin besteht, Arbeitsplätze zu vernichten. Je mehr und je teurere, umso mehr verdienen sie Geld. Und am besten werden natürlich die Arbeitsplätze der Mittelschicht vernichtet, weil die bringen am meisten Ersparnis. Die Armen sozusagen, die Dienstleister, die Burgerbrater, die werden nicht so bald durch Maschinen ersetzt, weil sich das nicht lohnt. Es wird die Mittelschicht ersetzt, weil da macht es Sinn wirtschaftlich. Jetzt kann man sozusagen vor seiner Kündigung noch schnell etwas Geld in Aktien dieser Unternehmen stecken und noch ein letztes Mal von der eigenen Abschaffung profitieren, aber ein zweites Mal gibt es dann natürlich nicht. Und die Veränderungen, die wir erleben, werden natürlich nicht nur von der Technologie allein angetrieben, sie spiegeln auch größere Veränderungen in unserer Gesellschaft wider und die Art und Weise, wie wir Informationen produzieren, speichern, nutzen und wie wir arbeiten und zusammenarbeiten werden. Zurück zu den Museen, wenn sie versuchen, ein Weltmodell zu zeigen und selber zu einem Weltmodell geworden sind, dann wären sie auch interessante Studienobjekte für mögliche Veränderungen. Und ich habe mir jetzt ein paar Stellenanzeigen aus der Zukunft angeschaut. Ich war allerdings so weit in der Zukunft, dass die Stellenanzeigen schon wieder sehr altmodisch ausschauen. Hier zum Beispiel ein Inserat aus dem Jahr 2031. Gesucht wird ein Bibliothek-Datenstratege, männlich-weiblich. Wir können davon ausgehen, dass Bibliotheken und Museumssammlungen bald ein gewaltiges Organisationsproblem bekommen, wie wahrscheinlich alle, auch Universitäten, auch diese vielleicht, mit den gewaltigen Datenmengen, die ständig produziert werden. Jedes Buch enthält Layer, Vorstudien, Texte, Versionen, Grafikebenen, Plakate in verschiedenen Sprachen und so weiter. Das heißt, all diese Daten und Metadaten müssen in irgendeiner Form gesammelt werden. Die digitalen Sammlungen sind in der Regel nicht klüger als die Klappentexte der Bücher. Der wird gerade noch im Index verwaltet. Die Bücher selber werden nicht wirklich intelligent eingelesen. Es gibt also große Probleme, die Daten sinnvoll zu verarbeiten und auch mit dieser Explosion klarzukommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ein Berufsbild, wie immer es dann heißen wird, ich nenne es jetzt mal Bibliothek, Datenstratege, geben wird, hier Ordnung reinzubringen. Es wird sicher auch ein großes Geschäft sein. Ich hoffe, dass es nicht wieder ein nur amerikanisches Geschäft wird, sondern vielleicht auch ein europäisches. Wie kann man halb- oder ganz automatische Indizierungssysteme entwickeln, die es möglich machen, an das Wissen heranzukommen, wenn man es braucht? Das Peak-Projekt Data Loam erforscht genau das und hat die These, jedes neue Buch, das geschrieben wird, rückt alle anderen Bücher an eine neue Stelle. Und so müsste es eigentlich sein. Also der Traum wäre ein System, dass, wann immer ich was Neues hineingebe, bei allen anderen eine leichte Verschiebung stattfindet, weil natürlich jedes neue Buch ein neues Feld eröffnet, vielleicht ein anderes unnötig macht, zwei Dinge verbindet, irgendwo seinen Platz hat, und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen. Und das ist eigentlich eine gewaltige Ebene, in der auch sehr, sehr viel Potenzial schlummert. Qualitätssicherung von Informationen, ein weiteres Stelleninserat. Die Wahrheit wird immer seltener und wertvoller, das merken wir sehr gut. Wenn die falschen Leute an die Macht kommen, dann werden Universitäten, wie auch die Angewandte das tut, sich gegen sie stellen und auch entsprechende Wortmeldungen oder auch mehr verfassen. Aber wenn die falschen Leute die Macht haben, dann werden natürlich Universitäten wie diese delegitimiert und Fake-Universitäten genannt und dann werden tatsächliche Fake-Universitäten wie etwa die Trump University plötzlich die einzigen sein, die das Sagen haben. Daher wird es wichtig sein, Qualitätssicherung und die Vernetzung von Informationen zu prüfen,
Wir können aber davon ausgehen, dass es immer mehr zu einem Wettrüsten kommen wird zwischen Fake-Produzenten und Fact-Checkern. Fact-Checker ist mittlerweile auch ein Beruf. Die werden sogar teilweise live zugeschaltet im amerikanischen Fernsehen. Die schreiben gleich dazu, wenn das Ganze ein Quatsch ist, was jemand berichtet. Aber die Fake-Produzenten, die Trollfabriken, wo immer sie sind, ob aus Russland oder dem Iran oder wir wissen es nicht, die sind sehr, sehr aktiv. Ein weiteres Inserat aus der Wiener Zeitung von 2032. Virtual Layer Architect. Es wird noch ein anderes Problem geben, nämlich das Problem der Hardware. Die Österreichische Nationalbibliothek ist jetzt zum Beispiel 650 Jahre alt. Wie kann man aber digitale Daten so speichern, dass sie in 650 Jahren, also zum Beispiel im Jahr 2668, noch physisch und logisch gelesen werden können? Das ist ein gewaltiges Problem und es gibt absolut keine Lösung dazu, nirgends. Alle wissen, dass es ein Problem ist und es wird irgendwann wahrscheinlich ein gewaltiges Geschichtsloch geben, wo einfach nichts da ist, weil man die Fotos nicht lesen kann, die komprimierten Filme nicht mehr aufbekommt und einfach auf die Daten keinen sinnvollen Zugriff mehr hat, sofern man sie überhaupt noch logisch lesen kann. Erweiterung IT-Service. Wenn Museen diesen ganzen Aufwand treiben, um ihre Abläufe zu perfektionieren im Idealfall, dann werden sie vielleicht auch ganz andere Dinge anbieten können und ihren Transformationsprozess auch zu einem Geschäft machen können. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, irgendwann selber Anbieter von IT-basierten Informationssystemen für andere Museen oder auch ganz andere Branchen werden. Das wäre relativ logisch. Amazon zeigt das vor. Amazon braucht viel Speicher, Amazon braucht viel Software. Jetzt haben sie so perfekte Rechenzentren gebaut, dass sie sich gedacht haben, warum vermieten wir die Rechenzentren nicht auch an unsere Konkurrenz und verdienen auch daran nochmal. Und das ist genau diese Art von Denken, die in der digitalen Welt im Gegensatz zur nicht-digitalen ganz gut funktioniert. Also diese Idee von Konkurrenz und das habe nur ich und der andere darf es nicht haben, das funktioniert so auch nicht mehr. Ein Lehrling für digitale Restitution, das ist ein hochspannendes Thema, auf das mich Katharina Matiasek in dem Interview gebracht hat. Die meisten der historischen Bilder sind irgendwo hergekommen und wurden zum Beispiel auf Glasplatten, Negativen, wurden vielleicht brasilianische Ureinwohner fotografiert und ihre Gesänge aufgenommen. Und jetzt gibt es zum Beispiel in Wien diese Gesänge. Jetzt brennt in Brasilien ein Museum ab und die dortige Regierung ist gar nicht unglücklich darüber, weil es die indigenen Einwohner damit umso mehr marginalisiert. Was macht man jetzt mit den Daten, die in Wien sind? Gibt es jemanden, der zuständig ist, diese Daten zurückzugeben? Und wenn ja, ist das ja plötzlich nicht nur eine simple Datenübersendung, sondern auch ein politischer Prozess. Das heißt, es gibt tatsächlich das Thema digitale Restitution, mit dem sich Museen zu beschäftigen beginnen. Wem gebe ich das jetzt zum Beispiel? Der Regierung dort, den indigenen Einwohnern und wenn ja, wem? Wer ist dort zuständig? Wer hat die Hoheit über die Vergangenheit, die ich plötzlich eigentlich neu erschaffe mit meinem Material, die es sonst gar nicht mehr gibt? Und wir wissen ja, wie wichtig Urkunden sind. Ganze Länder basieren darauf, dass es irgendwo eine Urkunde gibt. Und wie identitätsstiftend sie sind, beziehungsweise auch von Demagogen gerne missbraucht werden, wenn dann irgendwas bewiesen werden soll, was zwar vielleicht falsch ist, aber wenn der richtige Zettel da ist aus der Vergangenheit, dann lässt es sich vielleicht doch darstellen. Das heißt, digitale Restitution, der Umgang mit heiklen oder auch nicht heiklen Artefakten der digitalen Welt und die Rückgabe an die Betroffenen, an die Abgebildeten, an die Nachfahren, ist ein Riesenthema und wird auch noch ein großes Thema werden. Digitalarchäologie. Irgendwann ist es soweit, dass unsere Festplatten im Sand versinken und die Neubewertung der Vergangenheit wird ganz generell nicht nur bei digitaler Restitution ein Thema werden. Welche Daten werden überhaupt aufgehoben? Wer entscheidet das? Was wird herausgespielt? Was wird wie übergeben? Was kann in einem Haus der Geschichte in 300 Jahren überhaupt drin sein, wenn wir vielleicht keine Fotos mehr haben vom Jahr 2000 bis 2100, weil es einfach nur mehr das gibt, was in der Zeitung abgedruckt ist und alles andere nicht mehr lesbar ist. Das ist natürlich kein neutraler Prozess, sondern ein sehr, sehr politischer Prozess, der die ständige Neubewertung der Vergangenheit und damit auch die Identitätsstiftung für die Zukunft zum Inhalt hat. Mit Robert Trappel habe ich lang diskutiert, ob es eigentlich eine Art Data-Driven-Museum geben könnte. Und das habe ich jetzt nach Peter Weibel sozusagen
eine Vakanz im Data Driven Museum. Aus reinem Eigeninteresse müssen sich Museen an der Gesellschaft beteiligen. Man kann nicht sagen, wir warten, bis wer kommt, wir haben schöne Sachen, sondern sie werden anfangen, gesellschaftliche, politische Player zu werden. So wie auch die Angewandte nicht einfach nur ausbildet, sondern auch sich zu Wort meldet in der Politik. Es wird also immer wichtiger sein, die Wahrheit unter Anführungszeichen auch aktiv unter das Volk zu bringen. Wenn etwa Klimawandel geleugnet wird, dann kann ein naturhistorisches Museum aufstehen und sagen, das ist Unsinn, und nicht einfach abwarten, bis jemand kommt und sich vielleicht vom Gegenteil überzeugt. Also das Museum wird sich öffnen, es wird vielleicht auch zusammenarbeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich finde extrem spannend das ganze Thema kollektives Gedächtnis, einen Aufruf zu starten übers Internet. Wer hat zum Thema 20. Jahrhundert Postkarten, Eintrittskarten von legendären Konzerten, Fotos zu Hause? Es gibt da ganz tolle Projekte, die sozusagen Familienfotos digitalisieren und die Geschichten dahinter abfragen. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, die Leute einzubeziehen und auch das kollektive Gedächtnis in eine Symbolwelt der Computer zu überführen. Wir können davon ausgehen, dass es irgendwann Google nicht mehr geben wird und es wird ein Forschungsprojekt sein, Google zu simulieren, weil man ohne Google unsere Zeit nicht verstehen wird können. Ja. Vielleicht in 50 Jahren werden Leute einen Google-Simulator bauen, damit sie verstehen, was überhaupt los war im Jahr 2018. Und das wird ein spannendes Projekt sein. Wir könnten vielleicht schon jetzt anfangen, ein bisschen was zu speichern. Es ist tatsächlich interessant, wenn wir zum Beispiel eine Schreibmaschine ausstellen, die 150 Jahre alt ist, die steht im Museum, da brauche ich nur ein Farbband einlegen und kann tippen, die funktioniert. Ein iPhone 7 oder vielleicht ein iPhone 1 kann ich überhaupt nicht mal mehr einschalten. Es gibt die Frequenz gar nicht mehr, es gibt dann die Cloud-Services nicht mehr und es wird sehr bald keine iCloud mehr geben und kein iTunes und kein Google und all das Zeug. Das heißt, mein iPhone kann ich nicht ausstellen in 50 Jahren oder in 20 Jahren, im ZKM zum Beispiel. Das ist ein völlig sinnloses Objekt. Niemand kann das einschalten und kann ermessen, wie das damals war, in dieser wichtigen Zeit, wie es diese Services gab. Es wird nichts funktionieren. Die Satelliten werden nicht mehr mit dem Handy reden, es wird die Ortung nicht gehen, nichts. Das heißt, die Frage ist, wie kann man überhaupt über diese Zeit berichten? Das, was für uns vollkommen normal ist, so wie die Pyramiden für die alten Ägypter, wird weggeblasen sein und keiner mehr verstehen. Es wird ein interessantes Thema sein, unsere Zeit zu rekonstruieren. Und zum Abschluss vielleicht noch, mit Robert Trappel habe ich mich unterhalten über die Frage, ob es eigentlich autonome Museen geben könnte, so wie autonome Autos. Das hätte ein paar Vorteile, zum Beispiel wären sie kuratorisch unbestechlich, sie wären nicht abhängig von der Politik, sie wären nicht abhängig von Großspendern und Sponsoren, die dann irgendwelche Flügel nach sich benannt haben wollen oder Schanzen oder Dächer. Könnten also frei entscheiden und vielleicht, wenn Sie Kunstkritik lesen können und Versteigerungsergebnisse und all das, könnten Roboter, Maschinen sehr wohl über den Kunstmarkt Bescheid wissen. Wäre ein interessantes Denkmodell, ob sozusagen ein maschinenkuratiertes Museum für Menschen interessant ist oder vielleicht auch nur für Maschinen, weil wenn die Maschinen gescheiter werden, werden sie irgendwann auch Kultur genießen müssen, sonst werden sie uns nicht verstehen. Das ist eine interessante Frage und ich sage einmal, es wird irgendwann einen Robot-Kurator geben, wo man sich bewirbt durch Hinterlegung des offenen Programmcodes und Museen ausprobieren, ob das vielleicht möglich wäre, damit etwas zu machen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich schließen mit diesen Ideen und Vorschlägen und danke sehr für die Aufmerksamkeit.